So, hallo Freunde, willkommen zum nächsten Final Fantasy Part. Und ich habe total spontan entschlossen, jetzt doch noch in den Barheim-Tunnel zu reisen, denn mein Let's Play Let's Help, deshalb, weil es auch ein Let's Help ist, möchte ich euch so früh wie möglich schon ziemlich geile Items präsentieren und Tricks verraten, wie ihr so schnell an die rankommt. Ich versuche das alles auf ein Video zu bekommen. Von daher beamen wir uns nochmal zurück in die Ostwüste und werden den Barheim-Tunnel betreten, denn da können wir zwei ziemlich übelst heftige, die eine mehr als die andere, Rüstungen abgreifen, jetzt schon. Und also das ist absolut imbar für jetzige Verhältnisse. Das sind eigentlich, beziehungsweise die eine Rüstung ist eigentlich wirklich eine High-End-Rüstung. Aber wir haben jetzt schon die Möglichkeit, diese zu holen. Und ja, warum nicht? So. Also raus aus dem Dorf. Diese Quest hier kann man natürlich, die Rüstung kann man natürlich jetzt erst holen, sprich frisch nach dem Erhalt des Morgensplitters. Dann können wir nämlich auch den verlorenen Kaktorsohn beenden und im Zusammenhang damit auch den dalmaskanischen Patient heilen. Egal ob ihr es verkackt oder nicht, ihr kriegt ja trotzdem den Barheim-Schlüssel. Also verkackt in Bezug jetzt aufs Goldamulett. So, und dann warten die drei hier und wir können mit... Nee, oder? Der heißt wirklich Al Capone. Capone? Cupissimo, da seid ihr ja. Ich präsentiere den zweiten Eingang zu den Barheim-Tunneln. Ja, Monster, gefährlich, Hilfe, Achtung, Und mit dem Barheim-Schlüssel aufschließen. Oh Gott. So. Aus zeittechnischen Gründen versuche ich so schnell wie möglich hier durchzurushen und alles auf ein Video zu bringen. Wir machen folgendes. Wir nehmen nur Penelo. Und ich habe keinen Bock auf Kämpferei. Hier die Gegner, das sind ja alles noch die Standardgegner. Wisst ihr, da oben haben wir Brock getroffen, die alte Socke, und dann haben wir uns hier durchgekämpft. Ihr erinnert euch sicherlich noch. Und hier geht's jetzt weiter. Aktiviert hier später dann auch den Telekristall. Er ist zwar auf der Karte als Telekristall eingezeichnet, er ist aber noch ein normaler Speicherkristall. Wir müssen den erst nochmal berühren, damit er ein Telekristall wird. Mein Tipp, speichert hier auch auf jeden Fall an diesem Kristall. Es ist absolut notwendig, denn wenn ihr Pech habt, machen euch die Gegner hier unten zur Sau. So, ich mach das mal schnell. Da wird man das auch abgehakt haben. So. Jetzt ist es ein Telekristall und wir können uns zukünftig auch in die Barheim-Tunnel hier rein teleportieren. Gut. Werden wir später eh noch brauchen. Denn in den Barheim-Tunnel versteckt sich eine optionale Esper. Gegen die wir jetzt natürlich noch null Chance haben. Absolut null Chance. Ich sag's nur mal, weil. Nur zur Info. So. Jetzt, nach Erhalt des Schlüssels, sind auch diese beiden Eingänge, Durchgänge hier offen. Nehmt den kleinen. Und alle Kisten, auf die ihr jetzt trefft, sind absolut Schrott. Es gibt nur Scheiße hier drin. Glaubt mir. Da hinten... toll. Da hinten ist eine Kiste, ganz da hinten, ne, die ihr jetzt seht, ist eine Kiste mit einem Schildkrötenkollier, ein Accessoire. Das bringt's aber meiner Meinung nach nicht. Hm, jetzt habe ich hier eine Virusfalle auf mir. Toll, Kacke. Penelo hat keine Analyse. Warte mal. Penelo,
Analyse. So, dann machen wir das nochmal schnell. Bin ich jetzt doof? Ich habe Analyse nicht gekauft, oder was erzähl ich? Ach, scheiß drauf. So. Ist ja jetzt auch wurscht, dann laufen wir mit einem Virus am Kopf rum. So. Wir sind hier auf der großen Brücke. Ich würde euch empfehlen, die Karte mitzunehmen. Grünmagie Protest auf jeden Fall auf mich zaubern. Denn da unten ist schon ein Gegner. Ein Osteotod. Und der wird rot markiert. Der müsste so um Level 40 rum sein. Außerdem gibt es hier Fake-Kisten. Oh Gott, der Schaden, Alter. Und die Barheim-Fackel, jawohl, versteckten Bereiche. So, so sieht das Ganze hier aus. Bam, bam, bam. Hier ist die Esper, da wollen wir nicht hin. Und hier in diesem Gebiet, in den Weststollen, ist eine der Kisten. Hier, da sind nur Geldkisten drin. Wie gesagt, egal was ihr hier für Schätze findet, scheißt einfach drauf. Rennt einfach nur durch. Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe, du dummes Vieh. Holt euch einfach nur die beiden Kisten, die ich euch zeigen werde. Ihr habt relativ hohe Chancen auf diese guten... Oh. Auf diese guten Ausrüstungen. Aber lasst den ganzen Rest liegen. Das ist es echt nicht wert. Hier unten werdet ihr nur zusammengekloppt. Das sind immer nur so Rostklumpen oder ein paar Gil drin. Also es ist wirklich nicht... Wirklich nicht wert. So, hier Treppe hoch. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Oh, tot. Deshalb renne ich immer nur mit einer Person rum. Denn dann kann mir nicht gleich das komplette Team verrecken, sondern alle nacheinander. So, an diese Lore. Die müssen wir umschmeißen. Jetzt können wir hier auch weiterlaufen. Oh, scheiße. Machen die hier einen Schaden. Bleibt gleich hier. So. Puh, geschafft. Brücke haben wir hinter uns. Ich werde Pennello mal schnell wiederbeleben. Ja, die hat immer noch Virus. Kacke. Virus ist ekelhaft. Und zwar sagt Virus, auch wenn du Energie verlierst, dass du trotzdem noch maximale Energie hast. Ja, das ist ein bisschen schwer. Ist ja auch egal. Also man sieht einfach nicht den Rest der Energie, der noch fehlt. Sondern es wird einem vorgegaukelt, man hätte maximale Energie. Das heißt, man kann sich deshalb auch nicht höher heilen. Darum geht es ja auch nicht. So, ihr seht hier, wir sind jetzt im Weststollen. Und müssen in diesen kleinen Zipfeln nochmal nördlich... Von der Sebaya-Verbindungsbrücke. So. Der ist hier. Und hier haben wir die Chance auf... Ah, die Kiste ist da. 70% Chance, dass die Kiste da ist. Ich zeige euch nochmal den genauen Standpunkt. So, hier. Ihr seht, wo ich gerade stehe. 50-50 für Gil und Item. Und bei Item 50-50 für einen Kapuzenmantel. Scheiße. Pech gehabt. Okay. Das war Kiste Nummer 1, die ich euch zeigen wollte. Pennello, geh mal weg da. Kiste Nummer 2 ist Hardcore. Denn... Oh Gott, da kommt schon der erste Gegner. Oh mein Gott, ja. Ab sofort verfolgen euch hier übelst viele Gegner im offenen Gelände. Haltet euch so weit rechts am Rand wie möglich. Steine hier umrunden und da vorne ist die zweite Kiste und in dieser Kiste kann die Drachenrüstung stecken. Ja, sie ist da. Oh mein Gott, wie geil. Ach du Scheiße. Passt mal auf. Basch.
Sorry Junge, aber ich muss bei dir jetzt die Lizenzen verhauen. Ich hab's schon durchgerechnet, es geht genau auf. Die Lizenz für die Drachenrüstung ist nämlich hier. Dieses weiße Feld. Da komme ich mit Basch genau hin. So. Was haben wir gesagt? Hier, genau. Dann mache ich den hier. Und es reicht genau. Drachenrüstung. Boah, schwere Rüstungslizenz 8. Achtung, haltet euch fest. Oh mein Gott. Hat Ash aufs Maul gekriegt. Ach du Scheiße, die war ja mal sofort tot. Holen wir mal Basch rein. Zum Vergleich, Ash hat momentan einen Hirtenbolero mit 10 Abwehr. Basch bekommt jetzt die Drachenrüstung. Alter, 53 Abwehr und Stärke wird auch nochmal um 6 erhöht. Die Drachenrüstung ist im Spiel die drittstärkste Rüstung. Die Genji-Rüstung zähle ich jetzt nicht mit. Die ist zwar stärker. Über der Drachenrüstung steht eigentlich nur noch, wie gesagt, die Genji-Rüstung, der Maximilian und die Großrüstung. Wobei ihr, wenn ihr nicht gerade die absoluten, total kranken Cracks seid, werdet ihr euch nämlich nicht die Großrüstung holen. Sondern wird Maximilians höchste für euch sein. Und Maximilian hat einen Abwehrwert von 58. Das heißt, wir sind an der obersten Elite-Grenze. Ich ziehe jetzt mal die Drachenrüstung an. So, Freunde. Ach, guck mal hier, der Schaden. Da kommt ja kaum noch was durch. Das ist ja allerliebst, ist das ja. Also kein Vergleich zu vorher. Das ist wirklich der absolute Knaller. Die Drachenrüstung hat genauso eine, hat genau dieselben Prozente wie die, wie der Kapuzenmantel, den ich zuerst holen wollte hier. Nämlich 70%, dass die Kiste da ist. Dann 50-50 zwischen Gil und Item. Und bei einem Item habt ihr auch nochmal eine 50-50 Chance. Also wenn man sich die Prozente runterrechnet, sind es 25%. So, ich habe jetzt natürlich Glück gehabt. Wenn ihr kein Glück habt, müsst ihr natürlich wieder 3 Gebiete weiter laufen. In diese Richtung könnt ihr keine drei Gebiete laufen. Das heißt, ihr müsst diesen Weg zurücklaufen. 1, 2, 3. Ihr müsst hierhin zurücklaufen. Das ist ein wirklich weiter Weg. Und dann nochmal zurücklaufen und es wieder versuchen für die Rüstung. Ich werde das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf machen. Ich hoffe, die Zeit lässt es noch zu für den Kapuzenmantel. Und einfach nur, damit ihr es mal seht. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ihr seht, Kapuzenmantel erhalten. Sehr geil. Also ich musste wirklich nur einmal hin und zurück laufen. Also, der Aufwand, oder beziehungsweise, ja genau, die Aufwendungen für beide Items sind auf jeden Fall die Mühe wert.
Denn, wie gesagt, ihr kriegt da so übelst episch geile Dinge raus. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wer ist denn da in der Nähe? Baschi, Baschi, Baschi. Hier ist der Kapuzenmantel, wen gebe ich denn dem? Bam, 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 bam. Jo, Fran. Fran hat noch nicht so viele Sachen. Fran bekommt den Kapuzenmantel. Ich möchte es auch echt nicht übertreiben im LP, weil sonst wäre ich absolut wirklich imbar. Ich möchte das LP noch normal halten, deshalb belasse ich es jetzt bei diesen beiden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch natürlich die Sachen so oft holen, wie ihr möchtet. Optimal, also der Kapuzenmantel, der ist natürlich für Magier geeignet. Der macht die Abwehr auch für jetzige Verhältnisse verdammt hoch. Und die Magie wird halt enorm gesteigert. Ja. So. Wie gesagt, ich möchte jedes Ding nur einmal haben. Ich könnte jetzt auch nochmal da hinten nachschauen, ob da nochmal eine Drachenrüstung ist. Das können wir ja vielleicht nochmal gemeinsam machen. Ah, lass mich bloß in Ruhe. Bitte beachtet, dass die Drachenrüstung natürlich nur gegen physische Attacken so stark ist. Nee, ihr seht, 30%ige Chance, dass die Kiste nicht da ist, ist in diesem Fall eingetreten. Also haben wir Pech gehabt. So, ich laufe jetzt wieder zurück zum Telekristall, oder generell kann ich eigentlich den Part schon beenden, denn ist das, was ich euch zeigen wollte, habt ihr gesehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder vor der Gizeh-Ebene. Bis dann, euer Slugsy. Tschüss.